Hallihallo Freunde der guten Unterhaltung, ich bin Johnny Fettfinger und wir zocken heute Moss, das mäusige Mausespiel, weiter. Ich bin schon ganz gespannt, wie es uns hier ergehen wird in diesem traumhaften Spiel. Ich glaube... Trill rief, hey, Sternending, warte! Ich glaube, dieses Level habe ich in der Demo gezockt. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Auch ein sehr, sehr spaßiges Level. Und da oben haben wir wieder eine Schriftrolle gefunden. Das ist ja schon mal schön. Was hier? Ein Schwert liegt dort oben. Da gehe ich einfach mal raus. Quill hatte noch nie zuvor die Bekanntschaft eines Sternendings gemacht. Aus Lagerfeuergeschichten wusste man, dass sie sich oft in die Leben Sterblicher einmischten und Unheil folgte, wo sie auftauchten. Der Weg durch das östliche Tor war strengstens verboten. Doch trotz ihres Versprechens wusste Quill im Inneren ihres Herzens, dass Onkel Argus sie brauchte. Quill verlangte eine Erklärung. Sternending, du kannst hier nicht einfach so mit deinen Rätseln hereinplatzen. Wo ist er? Was weißt du? Okay, da geht's schon mal nicht lang. Man kann ja mal reinschauen. Besser als wenn man etwas verpasst. Dein Onkel ist in die Art von Schwierigkeiten geraten, aus denen nur du und dein stummer Riese da oben ihm helfen könnt, herauszukommen. Ich finde die Geschichtenerzählerin, das ist auch ganz schön, eine schöne Stimme, gut gemacht. Die macht ihren Job ganz gut, finde ich. So war es. Irgendwie erinnere ich mich doch daran. Da musste das, glaube ich, wieder so. Und dann hier entlang hangeln. Sehr schön mit den ganzen Glühwürmchen hier. Richtig toll gemacht ist das. Hier gibt es so viel zu entdecken. Ist ja nicht nur allein der Spielspaß, sondern auch das Drumherum. Echt toll gemacht. Auch mit den Lichteffekten, die Klänge. Hier entlang, Kleines, drängte das Sternending. Und vergiss nicht, deine Ohren zu schützen. Und die Animation der Maus, wenn die Ohren so am Flattern sind, richtig toll gemacht. Ich kann echt nur davon schwärmen. Oh, Libellen. Das war ja easy. Aber man sollte auch mal ein Auge nach diesen Schriftrollen offen halten.
sehe ich eine Schriftrolle. Wie komme ich denn dorthin? Natürlich nicht. Wie komme ich denn dort rüber? Nicht von hinten rum? Hier ist auch noch eine Rolle direkt vor mir. So, sag mal, wie hole ich mir denn die Schriftrolle? Mir erstmal die direkt vor meiner Nase liegt. Ja. Ich gehe noch mal zurück. Man muss doch irgendwie an die Schriftrolle rankommen. Ah, ich glaube, hier kann man rein. Seht mal, das war so verdeckt. Das sieht man erst auf den zweiten Blick. Das hat man echt nicht gesehen. Man muss so genau hinschauen in diesem Game. Ich sag ja, es gibt immer was zu entdecken. Man sollte die Level nicht einfach so durchrennen, sondern sich umschauen im Hintergrund, die Tiere. Alles lebt, alles bewegt sich, alles gibt irgendwie Geräusch von sich. Selbst die Maus, wenn man genau hinhört, hört man sie laufen. Das ist einfach wunderbar, dieses Spiel. Und das ist auch wirklich was zum Entspannen, weil man hat ja nicht so die Action und nicht so den Druck jetzt wie bei, wenn ich jetzt Fortnite zocke oder so. Weil da ist man ja unter Dauerstress. Oder bei Action-Spielen, zum Beispiel Blood and Truth. Da war das ja auch so, dass man viel Action hat. Und auch mit den Controllern viel am Umwerkeln war. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier raufkomme. Ich glaube hier rauf und dann dort rüber. Schafft die kleine Maus das? Jawohl, gibt ja richtig Sprungkraft. Das ist ein Eichhörnchen. Wahnsinn, einfach nur der Knaller. Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Genau auf der anderen Seite ist das Sumpfgebiet, versicherte ihr das Sternending. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dein Onkel immer noch dort ist. Ab aufs Floß. Wow, da ist sie, Quill die Maus.
Quill, Mauserick, Mäuserick. Hast du das gehört? Das Sternending wirkte beängstigt. Ich habe in dieser Gegend schon für genug Unruhe gesorgt. Ich darf nicht mit dir gesehen werden. Ich hol dich später ein. Und sei bloß vorsichtig. Jojo, ciao, ciao. Jetzt hat der Maus sich verletzt. Man kann ihn irgendwie heilen. Ja. Jo, gern geschehen, Quill. Das habe ich doch gerne getan für dich. Und eine Trophäe haben wir auch dadurch verdient. Ich schaue mich nochmal hier um. Und man könnte echt die ganze Zeit hier verweilen und einfach sich nur die Details anschauen. Sei es hier, weiß nicht, Kleeblätter oder das Moos, hier die Mücken oder was das ist, was hier rumfliegt. Irgendwelche Partikel, wahrscheinlich Mücken, irgendwelche kleinen Tierchen. Oder hier so Staubpartikel, die durch die Gegend fliegen. Oder die ganzen Schwerter hier im Hintergrund und die Bäume. Wahnsinn, Freunde, Wahnsinn einfach nur. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus. Hier geht's aber. Hier geht's aber rund, ne? Schau mal hier alles ab. Kann ja immer sein, dass hier noch eine Schriftrolle liegt. Und jetzt seht euch das mal, diese kleinen Details. Das ist es, was ich meine hier, die Grashalme. Man kann die richtig durchtrennen. Und das sieht auch richtig krass aus. Schaut mal. Zack. 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 Richtig krass. Okay. Ich zocke jetzt weiter, ich will euch keine langen Reden halten hier, ich will zocken. Das wollt ihr natürlich auch sehen. Ach da, okay. Die ist so toll animiert. Man möchte die so am liebsten anfassen und streicheln, als ob man echt die Maus jetzt so auf die Handfläche nehmen könnte. Das ist der Wahnsinn. Ich bin schon wieder am Schwärmen oder immer noch. Und ich glaube, man merkt meine Begeisterung doch schon ganz schön. Hier kann man sich entlang hangeln. Da gibt es doch auch. Da kann man auch hoch irgendwie. Aber wie bekomme ich die Stacheln kaputt? So. Da muss es doch. Irgendwas geben, oder nicht? Da gibt es einfach nichts. Kann ich heilen. Bam! Da ist wirklich nichts. Okay. Na gut, dann gehen wir weiter.
metalligen Teile sind richtig gemein. Hau ab. Ich hau dir eine rein. Man kann die hier irgendwie einfrieren. Seht mal, ich kann hier hin. Bam. Ah, das ist ja toll. Oh, da kommt noch einer. Hau ab. Kill, haut dir eine rein. Sei nicht so gemein und stirb. Jetzt reicht's aber. Noch einer. So ein doofer Käfer. Nein! Lass Kühl in Ruhe! Bleib weg! Noch mehr? Nee, reicht. Und eine Trophäe gibt's auch. Aus dem Wald war Geflüster zu hören. Gekämpft, als hätte sie die Macht unseres Champions auf ihrer Seite. Ich habe noch eine Schriftrolle entdeckt. Ich hoffe, man kann die jetzt noch holen. Eine kleine, jedoch fantastische Gruppe von Elfen erschien und umgab Quill. Ich bin Varda, Prophetin des Ursprungs des Sumpfgebiets. Und ihr seid in unser Gebiet eingedrungen. Sie musterte Quill mit einem mitleidigen Blick, dann sah sie nach oben. Ich spüre dich auch. Es ist lange her, seit ich die Anwesenheit solch eines vielversprechenden Lesers wahrgenommen habe. Ein junger Krieger marschierte nach vorne. Prophetin des Ursprungs, ich bin bereit, das Erbe unseres großen Champions zu ehren. Nagetier, gib uns unser Glasrelikt. Quill kam näher. Wo ist mein Onkel? Wer? Ihr habt ihm wehgetan! Ruhe! Brüllte Varda. Es war dein Onkel, der uns hier versammelt hat. Und jetzt verstehe ich auch, warum. Jüngling, ich fürchte, die Bäume verkünden einen Angriff. Dein Onkel wurde zur Burg deiner Vorfahren gebracht. Quills Knie wurden weich, als Varda fortfuhr. Argus ist ein großes Risiko eingegangen, indem er uns hergerufen hat. Einst legte dein Onkel einen Schwur ab, dass er das Glasrelikt eures gefallenen Königs schützen würde. Er ist der Einzige, der noch weiß, wo es versteckt ist. Die Geheimnisvollen streben schon lange danach, ihm dieses Wissen zu entreißen. Und du wagst es, mit unserem Glasrelikt in das Sumpfgebiet einzudringen. Sarfog wird schon sehr bald diesen Wald auf der Suche nach dir und deinem Leser niederbrennen und euch in Stücke reißen. Es sei denn, ihr findet sie zuerst. Nimm diese Geschenke. Diese Waffen wurden einst für den großen Champion, der für deine Leute starb, geschaffen. Quill spürte, wie die Macht aus einer anderen Welt durch sie hindurchströmte. Findet gemeinsam deinen Onkel, bevor die Schlange und seine Meister ihn töten. Der Krieger war wütend. Sie hat unser Glasrelikt? Aber Prophetin des Ursprungs, sie ist doch winzig! Komm jetzt. Der Leser hat seinen Helden auserwählt. Wir müssen ihrer Geschichte freien Lauf lassen, antwortete Varda mit kalter Entschlossenheit
und verschwand in den Schatten des Sumpfgebiets. So Freunde, da wir hier den Checkpoint haben, werde ich hier einen Cut machen. Die Videos werden sonst viel zu lang. Und ein bisschen Augenpflege wäre auch gar nicht schlecht für mich. Ein kleines Päuschen einlegen. Hier rechts war eine Schriftrolle. Soll ich die noch holen, Freunde? Die Schriftrolle, die hole ich noch. Und dann mache ich das, was ich gesagt habe, das Video beenden. Und ich bedanke mich jetzt schon ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zusehen, für den ganzen Support. Natürlich habe ich es dort nicht drüber geschafft. Kann vielleicht doch noch ein bisschen länger dauern, Freunde. Ach, jetzt sieht man auch seinen Powerarm hier, den grünen. Bam, bam, bam. Okay, ich versuche es nochmal. Ja. Boah, knapp. Und jawohl. Jawohl, Freunde, der Johnny hat es geschafft. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst gerne einen mega fettigen Daumen nach oben da und ihr könnt auch gerne kostenlos abonnieren, um hier auf YouTube meine Gangstalker zu werden. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Hier läuft nicht alles perfekt. Ich arbeite nicht nach Skript. Ich schalte die Konsole an, setze mich hin und mache es so, wie es halt ist. Es ist authentisch. Ich setze mich hin und zocke. Wenn ich mal verkacke hier, gut, dann ist es so, werde ich nicht rausschneiden. Wenn ich mich mal verspreche, okay, dann ist es halt so. Ich arbeite nicht nach Skript. Ich mache keine perfekten Videos. Ich bin kein TV-Sender und kein professioneller YouTuber. Das habe ich auch gar nicht vor. Ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben. Und wenn ich den einen oder anderen eine halbe Stunde irgendwie die Zeit vertreiben kann und ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, dann freut mich das schon, Freunde. Und ich mache jetzt auch wirklich erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.